Olivia Newton-John ist im Sommer 2022 in den sozialen Medien verstummt, was ihren letzten Instagram-Post umso herzzerreißender macht. Hier ist, was ihr letzter Post uns über ihre letzten Tage erzählt. Olivia Newton-John, der Star des beliebten Filmmusicals Grease, starb am 8. August 2022, wie ihre Familie auf ihren offiziellen Social-Media-Accounts bestätigte. Sie wurde 73 Jahre alt. Während die offizielle Todesursache noch nicht bekannt gegeben wurde, wurde in dem Posting die lange Reise des Stars mit Brustkrebs gefeiert, die durch den Olivia Newton-John Foundation Fund symbolisiert wird. Body going through cancer. We're a whole human with a mind, body, spirit and a soul. Newton-John wurde 1992 erstmals mit der Diagnose konfrontiert, wie People berichtete. Sie unterzog sich einer teilweisen Mastektomie, um den Tumor zu behandeln. Der Krebs kehrte 2013 zurück, obwohl sie sich damals entschied, die Diagnose zu verschweigen. Zu ihrer Entscheidung, die Diagnose geheim zu halten, sagte die Schauspielerin in der australischen Fernsehsendung Sunday Night: It's my life and I just decided to keep it to myself. 2017 hatte sich Newton-Johns Tumor zu einem Stadium 4 entwickelt und sich auf ihrem Rücken ausgebreitet, wie People berichtete. Über die Jahre hinweg engagierte sich Newton-John dafür, Geldmittel zu sammeln und das Bewusstsein für Brustkrebs zu schärfen. Durch ihren Aktivismus lernt sie ihren Mann John Easterling kennen, einen Kräuterexperten, der seit 1976 die Methoden indigener Heiler im Amazonasgebiet studiert. Ihr Bemühen, sanfterer Wege zur Bekämpfung der Krankheit zu finden, veranlasste Newton-John und Easterling, gemeinsam die nach ihr benannten Stiftung zu gründen. Newton-John und Easterling heirateten 2008, eine Verbindung, die sie bis in die letzten Tage ihres Lebens feierte, sogar öffentlich. Olivia Newton-John informierte ihre über 500.000 Instagram-Fans am 5. August 2022 ein letztes Mal. Der Beitrag war ihrem Ehemann gewidmet. Auf dem Schnappschuss sitzen sie und Easterling nahe am Boden in der Natur vor einer Kulisse aus hoher Vegetation. Easterling hat seine Arme um Newton-John geschlungen, die in die Kamera lächelt. Das Foto stammt aus ihrem People-Profil vom Oktober 2016. Ihre Fans waren schnell Feuer und Flamme für das Glück, das Newton-John und Easterling ausstrahlen. Eine Person schrieb im Kommentarbereich, ihr zwei seid das perfekte Paar. Ein anderer Kommentator wünschte Newton-John Glück auf ihrem Weg zur Gesundheit und schrieb, wunderschönes Foto. Ich sende dir Wünsche für eine weiterhin gute Gesundheit. Ich behalte dich in meinen Gebeten, Liebe und Licht. Einige äußerten sich sogar besorgt über Newton-Johns abnehmende Präsenz in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Wie ein besorgter Fan schrieb, ich bin nicht der Einzige, der sich fragt, ob es dir wirklich gut geht. Die Stille ist ohrenbetäubend und um ehrlich zu sein, manchmal beängstigend. Newton-Johns letztes Update vor dem Foto mit ihrem Mann war am 15. Juli. Newton-Johns Posting zu Ehren von Easterling erhält eine zusätzliche Bedeutung, da sie ihr Instagram hauptsächlich für arbeitsbezogene oder aktivistische Inhalte nutzte. Nur selten nutzte sie es, um ihre Familie zu ehren. Im Dezember 2020 teilte sie ein Foto, das sie und Easterling küssend unter dem Mistelzweig zeigte. Aber selbst dann nutzte sie es, um die Arbeit der Olivia Newton-John Foundation zu fördern. My dream is to find kinder ways to treat cancer. Olivia Newton-John lernte John Easterling im Jahr 2007 kennen, zwei Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden ihres langjährigen Partners Patrick McDermott. Nach den traumatischen Ereignissen konzentrierte sich Newton-John auf ihren Aktivismus und hatte es nicht eilig, wieder eine Beziehung einzugehen. Ihre Leidenschaft für die Suche nach alternativen Krebsbehandlungen führte sie zu einer Reise in den Amazonas, an der auch John Easterling teilnahm. Newton-John sagte 2016 zu People, ich habe nicht erwartet, dass ich mich in ihn verliebe und dann bam. Es war nicht das erste Mal, dass sich die Wege von Easterling und Newton-John kreuzten. Sie wurden sich durch einen gemeinsamen Bekannten vorgestellt, kurz nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert wurde, aber zu diesem Zeitpunkt passierte nichts zwischen ihnen. Die Reise in den Regenwald all die Jahre später markierte ein neues Kapitel in Newton-Johns Leben. Durch Easterling lernte die Grease-Darstellerin die Bedeutung der wahren Liebe kennen, wie sie People erzählte,
Ich habe die Liebe meines Lebens mit 59, fast 60 Jahren gefunden. Ich bin dankbar. Ein Jahr, nachdem sie sich kennengelernt hatten, kehrten sie im Juni 2008 nach Südamerika zurück, um bei einer Inka-Feier in den peruanischen Bergen den Bund der Ehe zu schließen, wie People berichtete. Newton John und Easterling heirateten noch im selben Monat offiziell in Florida. Doch die Zeremonie am Amazonas liegt ihr besonders am Herzen, denn Newton John öffnete eine Ausnahme in ihrem arbeitsreichen Instagram-Account, um das Ereignis am 21. Juni 2020 zu feiern. Die Schauspielerin schwärmte in dem Posting: "Es scheint, als wäre es gestern gewesen, dass ich den Mann meiner Träume in Peru zur Wintersonnenwende geheiratet habe."